Visionen standen im Zentrum der Veranstaltung Zukunftswerkstatt. Nach der Auftaktveranstaltung im September stand auch diese Sitzung am 7. Oktober ganz unter dem Motto klimaneutral, vernetzt und integriert. Im Hyundai-Schauraum in Neustadt fanden sich Vertreter aus verschiedensten Institutionen der Stadt zusammen, um an einem Tisch über erste Ideen zu sprechen. Der Themenbereich Energie und Mobilität sorgte für angeregte Diskussionen und auch manchmal für rauchende Köpfe. Gesprochen wurde vor allem über Verkehrsminimierung, Carsharing und neue Energiekonzepte. Von einer ganz neuen Denkweise und konkreten Vorstellungen sprach der Kopf der Diskussionsrunde, Norman Klüber vom Fraunhofer Institut für Werkstoffmechanik. Also mein Ziel war heute halt im Prinzip die bisher gesammelten Ideen halt nochmal zu bestätigen oder halt nochmal in die Diskussion zu geben. Der Abend heute hat eigentlich gezeigt, dass wir dann doch zu einem Konsens finden können und einfach sagen können, wo sind tatsächlich die Handlungsfelder auf dem Weg zum klimaneutralen Gebäudebestand. Konsens, aber auch Diskussionsbedarf zu vielen fundierten Aspekten und ersten Entwicklungsmöglichkeiten hat die Veranstaltung geboten. Ich bin gerade sehr beeindruckt von den vielen Ideen und sehr inspiriert. Ich freue mich auf die nächste Diskussion und hoffe, dass da ein bisschen mehr Zeit sein wird, um die Ideen auszutauschen und weiter zu spinnen. Für die Zukunft des Projekts steht in Halle Neustadt ein Zukunftslabor bereit, um weitere spannende Ansätze zu entwickeln.